Hommage. Ja. Hommage. Mhm. Ist das okay? Mhm. Weil ich seit 2 Monaten wird in meinem Hommage herum kritisiert. Und ich singe so oft, das ist das Problem. Anna Prohaska singt an der Berliner Staatsoper die Hauptrolle der Arici in einer Oper des französischen Barockkomponisten Jean-Philippe Rameau. Ich besuche sie bei einer Kostümanprobe. Hallo. Ja. Darf ich reinkommen? Bitte schön. Guck mal, ihr seid schon mittendrin in der Anprobe. Keine barocke Robe, sondern Spiegelfolie, die das Bühnenlicht reflektieren soll. Die Knickerbocker. Ist das das erste Mal, dass Sie in einer Folie eingewickelt sind auf der Bühne? Ja, ich glaube schon. Ja. And bring into the flame to me. Szenische Proben mit Regisseurin Alita Collins. Diese Arbeit ist Anna Prohaska wichtig. Ich bin zwar Sängerin, das heißt Musikerin, aber ich bin mindestens zu 50% auch Schauspielerin und bei manchen Produktionen auch vielleicht sogar etwas mehr. Das verschiebt sich dann immer. Es gibt halt mehr so statische Opernregie, wo man mehr so Musiker ist, und es gibt sehr schauspielgetriebene Produktionen. Die verliebten Hippolyte und Arici finden nach einer langen Odyssee zueinander, im Schmelz des barocken Wohlklangs. Schrecklich schön. Die magischen Lichtwelten des Bühnenbildners Olafur Eliasson lernen die Mitwirkenden erst recht spät kennen. Man hat selten so einen Unterschied zwischen Probebühne und Bühne, ne? Weil auf der Probebühne haben wir überhaupt kein Licht gehabt, wirklich nur reines Arbeitslicht, obwohl eigentlich die Probebühne doch ausgestattet ist mit richtigen Scheinwerfern. Aber mich hat das auch gewundert, dass wir das nie mal auf der Probebühne vorher mal ausprobiert haben, weil die Lichtquelle ja auch von den Darstellern, von uns durch die Kostüme, aber auch von den Tänzern durch diese Spiegel und den Chor gebrochen wird und manipuliert wird. Und das ist dann natürlich so ein bisschen hektisch, dass das jetzt nur bei den wenigen Bühnenproben jetzt überhaupt auszuprobieren war. Da fand ich dann es auch sehr bewundernswert, wie ruhig unsere Regisseurin Alita Collins auch geblieben ist. Und das finde ich dann schon ganz toll, dass sie das auch nie auf uns Sänger übertragen hat, diesen Stress und diese Zeitknappheit. Ne? Ja, kurz vor der Premiere wird's eng. Erläuterungen des Regieassistenten in letzter Minute. Ja, the other thing. Ich finde das bewundernswert, wie sich Anna Prohaska in all dem Stress nicht von ihrer Kunst ablenken lässt. Konzentrierte Arbeit auch abseits der Bühne. Musikalische Feinarbeit mit dem Barockspezialisten Benoît Antoine. Excellent. Never hard the D. Because I was thinking of maybe going up to the G chord, Portovich C, or something. Yeah, it's a bit Italian to completely change the line. So just decorate it with a bit more notes, with trills. And make it really, really piano or really, really forte. Yeah, but it's the same thing. Perfekt. Die Premiere kann kommen.